Dann haben wir da unser neues Ziel. Hängebeinmission. Aha. Und da. Okay, da gehen wir. Siedlungsmission. Ja, da machen wir die erstmal. Die Siedlungsmission. Ich schätze an der Kutsche auch gerade so ein komisches. Oh genau, unter der Kutsche zumindest. Enzyklopädie des einfachen Mannes. Connor, ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten, ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit. Um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Was war mit Höhe halten? Allgemeine Aktionen, Aktionen. Animus-Menü. LT halten, um Einwohner zu analysieren und informieren über sie. Ach, das ist Geschäftsbuch, okay. Eichenrinde für 3 Pfund Holzkohle. Eichenholz. Okay. Material, hä? Wie navigiere ich jetzt hier? Handel. Nee, Lager. Materialien und Körner. Wie komme ich denn jetzt zu den Ausrufezeichen oder Spezialgegenstände? Komisch. Sehr komisch. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ja, da kümmern wir uns um die Hängebein-Mission. Wie gesagt, warum ich jetzt den Menüpunkten mit dem gelben Ausrufezeichen nicht drankam, weil in dem Menü konnte ich nach oben oder unten überhaupt nicht navigieren. Blöd. So, da müssen wir auf alle Fälle auf die andere Seite des Ufers.
Warte mal. Ich frage mich gerade, warum wir kein Pferd kriegen, um uns hier schnell von A nach B zu bewegen. Da steht doch eins. Ich wollte gerade sagen, erzähl mir jetzt nicht, dass ich das nicht benutzen kann. So, das sollte doch ein Stück schneller sein als zu Fuß. Ah, jetzt gibt er Gas. Ach, aber bloß kurzzeitig. Was ist denn das für ein müdes Pferd? Für ein müder Gaul. Was erzählst du? Noch beschweren. So müde sein und dann noch beschweren. Ach, der hat ein Holzbein. Aha, Es verschafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich. Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und vier seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst der Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutzt deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. William Kidd, warum wird denn das nie geladen, verdammte Axt? Ach, Gott, oh Gott. William Kidd, geboren 1645. Das Bild ist ja... Kapitän William Kidd war ein schottischer Freibeuter, der zum Piraten und zum Mittelpunkt vieler Legenden wurde. Aus der Zeit vor dem späten 17. Jahrhundert... Mann, das... Oh. Weiß man nicht viel über Kidd. Selbst sein Geburtsjahr ist nur eine Schätzung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er aus Schottland kam, aber das war's auch schon. Jeder gute Pirat braucht eine mysteriöse Vergangenheit. Kidd erscheint das erste Mal 1689 in historischen Aufzeichnungen, in denen er als Kapitän geführt wird. Er arbeitete für Großbritannien als Freibeuter in der Karibik, bevor er nach New York übersiedelte, wo er mehrere Jahre lebte. 1695 erhielt Kidd eine Freibeuterlizenz, um Schiffe im Indischen Ozean zu jagen. Er fuhr nach Madagaskar, das zu diesem Zeitpunkt als Piratenhimmel bekannt war. Dann widersetzte sich Kidd den Bedingungen der Freibeuterlizenz und griff Schiffe im Roten Meer an. Niemand weiß genau warum, aber ich schätze, so ist das mit Piraten. Sie sind alle übergeschnappt. Als Kidd 1699 in die Karibik zurückkehrte, fand er heraus, dass nach ihm gesucht wurde. Er verkaufte in Hispaniola sein Schiff, die Queda Merchant, und fuhr mit einem neuen Schiff die Küste hinauf. Kidd wusste, dass man ihn wahrscheinlich fangen würde und wollte etwas anbieten, um seine eigene Freiheit zu sichern. Nach und nach begann er, Schätze zu verstecken. Die Idee dahinter war, dass er später die Orte preisgeben konnte, um seine eigene Haut zu retten. Kidd wurde schließlich gefangen genommen, als er nach New York zurückkehrte. Er versuchte, sich aus der Verhaftung herauszureden und zu kaufen, aber das funktionierte nicht. 1701 wurde er wegen Piraterie gehängt, was ihn sicher sehr geärgert hat. Und Kidds Schatz? Man weiß, dass er etwas davon auf Gardiner's Island vor der Küste Long Islands, New York, vergraben hat. Dieser Teil wurde nach Kidds Tod gefunden. Keiner weiß, was er sonst noch vergraben hat. Aber es gibt heute immer noch Spekulationen darüber, wie viel er vergraben hat und wo. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich hier am Gehen bin, aber es ist blöde. Ich komme von der Arbeit nach Hause, habe dann endlich wieder Zeit zum Aufnehmen und dann kommt die Entspannung und damit auch die Müdigkeit. Bisschen blöd. Zhao Jun, 1505 geboren. Zhao Jun ist eine Assassinin aus China und eine der letzten Assassininnen, die Ezio Auditore vor dessen Tod noch begegneten. Jun wurde während der Ming-Dynastie in königlicher Gefangenschaft geboren.
Sie hat ihre Jugendjahre als eine der Lieblingskonkubinen des chinesischen Kaisers Zheng De zugebracht. Obwohl das kein ideales Leben war, mir würde es nichts ausmachen, es ist besser als Löcher zu graben, bedeutete Zheng das Lust auf Reisen, dass Jun mit 15 mehr von der Welt gesehen hatte als die meisten anderen Leute dieser Zeit. Das könnte man wohl als Vorteil ansehen, wenn man sich nicht klar macht, dass sogar einige Katzen mehr von der Welt gesehen hatten als die meisten Leute dieser Zeit. 1521 nutzte der Assassinenorden die Verwirrung um Zheng das Tod, um in den Besitz des Kaisers einzudringen und ein paar Konkubinen zu befreien, darunter auch Jun. Sie wurde sofort zur Assassinin ausgebildet, vergaß aber nie die Frauen, die sie zurücklassen musste. Jahre später kehrte sie zum Kaiserpalast zurück, um die verbliebenen Konkubinen zu befreien. Allerdings konnte sie nur noch feststellen, dass diese von Zheng des Nachfolger Jia Jing getötet worden waren. Jia Jings Antwort auf den zweiten Angriff auf den kaiserlichen Palast kam schnell, war brutal und hat die Assassinen unvorbereitet getroffen. Die Bruderschaft im östlichen China wurde dezimiert. Zhao Jun und ihr Mentor überlebten, mussten aber Asien verlassen. Sie reisten nach Italien, um den Rat von Ezio Auditore einzuholen. Aber nur Zhao Jun sollte die Reise beenden, als sie 1524 kurz vor Ezios Tod in Florenz ankam. So, hier gibt's nichts Neues. In der Siedlung mit Hingebein über Kids Schatz reden. Oh. Der erzählt nichts. Obwohl, das ist ja hier irgendwo. Hä? Was hast du für mich? Das sind ein paar gute Stücke. Dafür kriegst du einen Brief, jawohl. Bitte schön, Captain. Den Rest hole ich mir später. Neuer Zielort freigeschaltet auf der Karte. Und wo? Interaktives Gespräch. Tja, wo ist denn was freigeschaltet? Gut, dann gehen wir mal zur... Ach, das ist wohl damit gemeint. Und wieso ist mein Pferd verschwunden? Ah, das ist ja bescheuert. Jetzt muss ich wieder zu Fuß hier durch die Gegend traben. Gibt's hier was zu holen? Nee. Toll, jetzt muss ich ja wieder zu Fuß durch die Gegend stiefeln. Ja, ich deute das jetzt mal so, dass bei diesem interaktiven Gespräch wahrscheinlich irgendwas verraten wird. Scheiße, falsche Richtung. Dass da verraten wird, wo ich mehr von Hingebens Schätzen finden kann. Ne, Hingebens Schätzen, ne, von... Ist das ein Bär? Ist ja bloß ein Wolf. Ja, Mann. Wie viel hatte er jetzt gekriegt? 4 von 6, wa? Was ist denn das Pferd fort? Bescheuert.
Also das ist echt eine Krankheit von den ersten Teilen, diese ewige durch die Gegendrennerei. Das ist so unnütz. Weniger Rennerei und mehr Aufträge, irgendwas, keine Ahnung, aber das ist, nee, das nervt. Was? A Biber! A Biber! Biber! Meek! Ein Biberchen! Biberzahn! Der Biber an sich, scheue Tiere, die nicht besonders gut erkennen können. Köderfallen und Giftpfeile sind die Schwachpunkte. In der Nähe eines Hinweises eine Falle auslegen oder einen Köder legen und ein Attentat auf den Biber verüben, sobald er nah genug ist. Alternativ kann man sich unbemerkt dem Schutz der Bäume annähern und den Biber mit dem Bogen erlegen oder ihn mit Giftpfeilen verlangsamen und dann töten. Brauchbare Teile sind mehrere, einschließlich Pelz und Castoreum. What the hell ist das? Castoreum. Oder man killt ihn einfach im Vorbeigehen. Wie gerade geschehen. Es wurde was von dem interaktiven Gespräch gesagt. Ach, dort. Okay. Du musst Connor sein. Wir warten schon lange darauf, dich endlich zu treffen. Ich bin Catherine und das ist Diana. Wir sind die Frauen der beiden Holzköpfe, die Bäume fällen. Ach, wie nett. Die Jungs haben so viel von dir erzählt. Schön, dass wir dich endlich kennenlernen. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprachen gerade darüber, wie schön diese Gegend ist. Hier am Fluss und niemand lebt stromaufwärts. Ganz ehrlich, Godfreys Brief machte mich misstrauisch. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ich bin froh. Vorher lebten wir nördlich von Champlain in einem Wirrwarr aus Felsen und Brombeeren. Schrecklich. Es ist schön, zur Abwechslung mal auf den Hügel und ins Meer gehen zu können. Eure Männer halten euch auf Trab. Damit kommen wir schon klar, Connor. Die Jungs glauben, sie hätten die Hosen an, aber die wahren Herren stehen gerade vor dir. Ohne Zweifel. So, und inwiefern hilft mir das jetzt weiter? Nö, da will nicht mit uns reden. Tja, wie gesagt, inwiefern uns das jetzt weiterhelfen soll, ist mir ein Rätsel. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier Miriams Lager, ist das neu dazugekommen? Dann gibt's hier Lenztischlerei. Also ich würde sagen, wir widmen uns weiter der Hauptmission. Weil ich habe jetzt keine Lust hier in der Gegend rumzurennen, um die Schätze zu suchen, weil ich wüsste gar nicht, wo wir da suchen sollten.
Und die beiden Damen, was die jetzt so erzählt haben, hilft uns eigentlich gar nichts. Wärst du mal so freundlich, da hochzuklettern? Ich dachte, wir kommen jetzt über die Bäume da hoch. Weil hier kommen wir nie hoch. Ja, toll. Noch weiter runter. Das war jetzt sinnvoll. Kommen wir jetzt da hoch? Man ist so verwöhnt von Odyssee, dass der da... dass da... Cassandra überall hochklettert. So, jetzt sind wir mal... Ach du Scheiße. Ach nö, das ist doch jetzt nur ernst, ey. Soll ich denn jetzt da hochkommen? Scheiße. Mit Sicherheit auch nicht hoch. Oh doch, ich bin begeistert. Ach, das ist glaube ich hier, wo wir vor uns gerade runtergepurzelt sind, genau. Genau. So, jetzt müssen wir irgendwie... Aha. 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 Ich habe was gesehen. Warte, wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Genau, da will ich hin. Da hoch zu dem. Nee, nein! Nein! Hier rüber. Und jetzt da hoch. Genau. Und jetzt, hepp! Und da hoch. Genau. Und komm, schwing dich da hoch. Zauber nicht rum. Noch weiter hoch.